Servus und willkommen zum Weihnachtstürchen im Adventskalender. Heute spielen wir eine Runde Mass Effect 3 und zwar eine Mission, die uns sehr am Herzen liegt. Vor allem denjenigen von uns, die die Bücher gelesen haben der Mass Effect 3. Ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Die Reaper. Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer. Gut gemacht. Danke, Commander. Diesen abgefangenen Funkspruch nehmen wir natürlich ernst und fliegen direkt dorthin. Das sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück. Dann wollen wir doch mal gucken, wo die Studenten sind. Wie ihr schon seht, haben wir Garrus und Liara dabei. Die beiden sind bekannt aus den alten Mass Effect-Teilen. Den werfen wir an und du bekommst noch die Panzerbrechende. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Mal gucken, dass wir die Cerberus-Truppen aufhalten können. Nur das war ja nun gar nicht so wirklich schwer. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war.
Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Wie schon gesagt, ist die ganze Geschichte eine Anspielung auf das Buch. Ich glaube, es heißt sogar Ascension. Ascension. Ich öffne die Tür. Mass Effect Ascension. Und spielt genau dann, wo Frau Sanders es gerade erwähnt hat. Captain Anderson ist zusammen mit Saren unterwegs und muss dort Aufgaben erledigen. In der Akte steht, wie offen sie lebt. Aber ihre Schwester, für die gibt's keine Order. Wenn sie uns Ärger machen, suchen wir nach ihr. Wollen wir nochmal gucken. Man kann jetzt hier wunderbar seine Einheiten kontrollieren. Ich habe Liara gerade den Befehl gegeben, eine Singularität zu erzeugen. Und wir konnten den einfach abschießen. Hey. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Schwester Sean. Welch interessanter Name für eine Frau. Hätte ich nur nicht mit gerechnet, dass sie Sean heißt. Ah, da geht's schon los. Zack. Ah. Der Nahkampf ist wahnsinnig effektiv geworden in Mass Effect. Oh. Na, was ist das jetzt hier? Zack. Die ging wohl daneben, würde ich sagen. Ich bin übrigens Soldat und habe daher die Fähigkeit, die Zeit so ein bisschen zu verlangsamen. Völlig verlangsamen kann ich sie nicht, aber durch jahrelanges Training sind meine Kampfreflexe halt unglaublich präzise und unglaublich schnell. Daher funktioniert das ganz gut. Sean, können Sie mich hören? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Gut. Wir sammeln natürlich wieder alles ein. Oh, was haben wir denn da? Die Mad Dog. Die nehme ich doch auf jeden Fall mal mit rein hier. Sind wir im Menü, im Bewaffnungsmenü und können sogar direkt gleich alles einstellen. Ach so, modifizieren kann ich sie gerade nicht. Aber ich kann sie auf jeden Fall auswählen. Ach schau, der hat sogar die alten Mods übernommen, die ich in der anderen Waffe hatte. Das ist gut. Schauen wir mal, ob ich bei Garrus das auch machen kann. Wie kriegt er das Teil auch übernommen? Nee, bei Garrus kann er die Mods nicht übernehmen. Aber ist egal. Hauptsache, ich habe meine Mods. Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei Ihnen. Aber sie halten nicht mehr lange durch. Dann wollen wir doch mal hingehen. Die Studenten befreien. Frisst da! Oh, wen haben wir denn da? Jack! Shepard!
Jack kennen wir noch aus Mass Effect 2. Da hatte sie keine Haare. Mittlerweile hat sie sich ein paar mehr wachsen lassen. Kopf runter! Das ist nicht eure Liga! Shepard, befreien Sie uns davon! Klar, deswegen bin ich ja auch nur da. So, müssen wir ein bisschen jetzt hier... Okay, da hinten sind auch gleich noch einige. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal um das Teil kümmern. Garrus, panzerbrechende Munition. Und Liara, konzentriere dich auch mal bitte auf den. Hier, schießt auf das. Die Teile halten ganz schön viel aus. Vielleicht eine Splittergranate mal reinwerfen. Oh, der hat gesessen. Nachladen. Oh, Liara. Ah, hinten. Schwachstelle. Wunderbar. Der macht wohl nichts mehr. Aber wir haben noch ein paar Soldaten, die hier irgendwo rumlaufen. Okay. War's das? Bereit machen, da kommen noch mehr. Von wo? Oh. Bin dran. So viel zu unglaublichen guten Kampferfahrungsskills hier. So. Ah. Der macht nichts mehr. Kaylee hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder isst einen Energieriegel. Weiter in 5. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Diese Truppen hatten sie im Sack. Ich habe ihnen den Arsch gerettet. Wollen sie in Orden? Halten sie den Mund, damit wir hier wegkommen. So charmant wie immer. Schön, sie wiederzusehen. Ihr Gesicht ist immer noch scheiße. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während sie den Helden gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Sehr sympathisch, die Frau. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Das ist schlecht. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Das finde ich gut. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Gut zu wissen. Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Na dann. Ich werde vor Ihnen bei den Shuttles sein und 2 davon startklar machen. Guter Plan. Dann wollen wir mal. Hey. Sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Tja, das klingt auf jeden Fall gut. Bleiben Sie hier. Wir bringen Sie raus. Gut. Ich gehe mal vor. Mal gucken, was da so abgeht. Uns dann hier erwarten wird. Irgendwie müssen die jetzt hier rauskommen, die Studenten. Wir brauchen sie. Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese
Diese Typen von dort. Da haben sie auch Deckung. Na dann. Gutes Timing und in Deckung bleiben. Okay. Ich habe euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt drauf geht. Kopf runter, Ziele auswählen. Studenten der Grissom Academy, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Jawohl, Ma'am. Los geht's. Na, dann wollen wir mal. So, laden wir die Waffen durch. Brandmunition für uns. Panzerbrechend für Garrus. Garrus geht auf Sniper. Und du bleibst bei der Shuriken. Oh, mal gucken, was uns hinter der Tür erwartet. Oha, gleich ein Mech. Nicht nur ein Mech, sondern da gleich noch einiges an Einheiten. Oh. Schauen, dass wir die jetzt irgendwie möglichst effektiv ausschalten. Ich kann gerade nicht gucken. Dann mach dich irgendwie sinnvoll. Oh. Ich glaube, wir wechseln mal ganz schnell die Waffe. So, auf die Schrotflinte. Zack. Ist da noch einer? Der Mech ist noch da. Ich glaube, von oben kommen gleich noch welche. Wechseln wir lieber wieder zurück. Zeit, dass ich mal das Geschütz da ausschalte. Tja, Leute, es wäre irgendwie super, würdet ihr da so ein bisschen... Oh, hier. Kümmert ihr euch mal um die? Ich kümmere mich um den Mech. Wo ist denn der? Mech? Da. Immer schön draufhalten. Einfach von hinten hier sich anschleichen, ne? Pass mal auf, Brandmunition für dich. So. Das hat erledigt. Oh, verdammt. Was? Wo kommst denn du her? Die Munition langsam knapp. 3 Schuss habe ich noch. Vielleicht sollte ich dann nochmal die Waffe wechseln. So. Da oben sind immer noch welche. Wie viele sind denn da noch? Danke, Liara. Jetzt kommen die hier, glaube ich, gleich hoch. Hier, eine Granate. Wunderbar. Oh. Der Kollege ist auch noch da. Oder auch nicht. Hier durch. Ja, das sieht doch gut aus. Wir haben auch wieder einiges an Munition eingesammelt. Laden wir die Waffen durch. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Kaylee, wir sind im Atrium. Ich nehme einen freien Weg zu den Shuttles. Wir treffen uns dann dort. Können wir noch ein paar Credits einsammeln? Sehr ordentlich, Franklin. Oh. Da sind sie schon wieder. Immer auf den Kopf zielen. Der beste Tipp in den meisten Shooter-Spielen. Und auch hier in Mass Effect, wenn es ein Rollenplay-Shooter ist. RP-Shooter.
Ja, so könnte man den ganzen Kram nennen. Da kommen noch mehr. Immer dahin schießen, wo kein Schild ist, dann sind die Kollegen nämlich ziemlich verletzlich. So, der macht, glaube ich, nichts mehr. So, Leute, wie sieht's aus? Zack. Haben wir auch erledigt. Irgendwer ist da noch hier, oder? Geschützt. Oh, das ging nochmal gut. Okay, da oben. Rodriguez hat am Arm erwischt, weil sie nicht auf ihre Barriere geachtet hat. Commander, ich habe die Cerberus Shuttles erreicht, ohne entdeckt zu werden. Aber sie wissen jetzt, was wir vorhaben. Sie müssen sich beeilen. Ah, da müssen wir hier raus. Es wird Zeit. Vor allem, wenn Cerberus jetzt mit den ganzen Truppen kommt. Wir müssen zusehen, dass wir die Kids hier irgendwie rausbringen. Na komm schon. Das ist eine beeindruckende Barriere, Octavia. In unserer Akte steht, dass Sie sich mit Schildtechnologie beschäftigt haben. Es ist eine tragbare Multikernlösung auf der Basis. Warum kommen Sie nicht einfach friedlich raus? Warum lecken Sie mich nicht einfach am Arsch? Ihre Cousine Joanna ist bereits an Bord des Shuttles, Octavia. Wollen Sie nicht dafür sorgen, dass sie sicher ist? Bringen Sie sie her. Was? Bringen Sie sie her, damit ich sie sehen kann, Sie verdammter Lügner. Eben. Wir haben keine Zeit jetzt hier uns irgendwie Ewigkeit mit euren Lügen rumzuschlagen. Ich bin Commander Shepard, Allianz. Ich will Ihnen helfen. Das habe ich dem Letzten schon nicht abgekauft und für Sie gilt das auch. Das ist ein Multikern-Schildprototyp auf der Basis zyklonischer Barrieren. Er hält Ihnen stundenlang Stand. Sanders, hier Shepard. Ich habe hier verängstigte Studenten hinter einem Schildprototypen. Woher wissen wir, dass das kein Trick von Cerberus ist? Überprüfen Sie die Verzerrungsspitzen, Isaac. Wie ich, als Sie die Ausgangssperre umgangen haben. Und wenn das Octavias Schild ist, erinnern Sie sie an den Punktabzug, weil die nicht simultane Energie die Emitter überlastet hat. Danke, Sanders. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Die Biotikstudenten sind da oben. Bleiben Sie zusammen. Sie kommen hier raus. Okay, danke. Kein Problem. Mal zusehen, dass wir jetzt irgendwie alle Studenten rausbekommen. Sehen aus wie Pläne für Verstärker-Interfaces. Nicht so gut wie das, was wir bereits haben, aber trotzdem einen Blick wert. So, den nehme ich auch mit. Zack. Der macht nichts mehr. Und ich glaube, den Mac, den schnappe ich mir. Atlas Mac. Schön. Dann wollen wir noch mal sehen, was uns da oben erwarten wird. Da oben sind die Studenten. Da sind Soldaten von Cerberus. Ich glaube, ihr macht nichts mehr, Kollegen. Okay, das ist ein ziemlich deutlicher Einsatz von Waffengewalt gewesen. Na los, bringt euch in Sicherheit. Aufpassen, dass hier keiner durchbricht. Ah, da stand das Ding im Weg. Verdammt. Oh, jetzt werden es aber ganz schön viele hier. So. Die halten ganz schön viel ab mit ihrem Schild. Aber nicht genug. Na, was tanzt der hier so rum? Morgen sind Feinde! Wir kümmern uns um
Da oben. Ah. Feuer! Die Waffen laden nicht immer ganz korrekt durch, offensichtlich. Sind noch mehr da? Wo? Wo soll der denn sein? Oh, da ist noch einer. Gewesen. Ich glaube, das war's, oder? Und, Leute, wie sieht's aus? Das war's noch nicht. Kommen noch mehr. Oder da sind irgendwo noch welche. Hallo? Hier ist Mac Shepard. Aber wo sollte denn da noch jemand sein? Ich steig mal aus und schau mir die ganze Geschichte mal an. Kann nicht sein, dass die sich da oben irgendwie verstecken. Aber offensichtlich doch. Und man kommt da oben irgendwie nicht einfach so ran. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Schauen wir mal, ob ich eine Granate reinwerfen kann. Kann ich. Oh, da kommen noch mehr. Schnell wieder rein in den Mac. Der bewegt sich sehr schwerfällig, der Mech. Da im Hintergrund sehen wir, wie die Studenten gerade zum Shuttle laufen. Oh, schau mal, wer da kommt. Ein anderer Mech-Kollege. Pass mal auf hier. Mech gegen Mech. Gerade wo es anfängt, Spaß zu machen. Na gut, raus hier. Kommt, Leute. Beeilung, Commander. Ich bin dran. Die hat den Kreuzer von seiner Position weggelockt. Wir müssen jetzt hier weg. Kaylee, wie geht's voran? Shuttles entriegelt. An die Steuerung und Studenten an Bord. Halt! Wo zum Teufel ist Rodriguez? Oh nein. Was brauchst du denn so lange, Mädchen? Guter Auftritt. Nichts wie weg hier. Es ist Zeit, dass wir die Kinder hier rausbringen. Joker, wir sind in einem Cerberus Shuttle. Nicht schießen. Ich habe sie auf den Sensoren. Dauert nur eine Minute. Danke, Commander. Ohne sie wären wir nie von dieser Station runtergekommen. Den haben wir es gezeigt. Bei nächster Gelegenheit gibt's auf meine Kosten Tattoos für alle. Was wollt ihr haben? Ascension-Projekt-Logo? Eine leuchtende Faust? Ein Einhorn für Rodriguez? Lecken Sie mich, Ma'am. Wir haben sie wirklich lebend rausgebracht. Ich wollte sie nur unterstützend eingreifen lassen. Vielleicht sind sie doch schon bereit. Wenn ich meinen Job mache, dann mache ich ihn richtig. Sie sind absolut bereit. Aber die Allianz braucht sie als Unterstützung. Was? Wir haben Artillerieausbildung. Wir brauchen keine neue Artillerie, sondern stärkere Barrieren für unsere Fronttrupps. Das ist doch scheiße! Hey, wenn Sie uns dafür brauchen, dann machen wir das. Zum Ballern kommen wir dann schon noch. Commander, wir haben Sichtkontakt. Andocken vorbereiten. Hey Jack, werden Sie beim Militär jetzt auch Uniform tragen? Oder lassen Sie die Offizierstreifen nur eintätowieren? Leck mich, du A. Flight Lieutenant. Was zum Teufel war das denn?
Jack hat versprochen, weniger zu fluchen, um den professionellen Ruf zu wahren, den wir von unseren Lehrern verlangen. Hat sie auch eine Fluchkasse? Denn wenn wir die plündern, können wir uns bestimmt einen neuen Kreuzer kaufen. Ohren zu halten, Kinder. Hey, Joker. Leck mich! Shepard! Verdammt, wenn das keine Augenweide ist! Freut mich auch, Sie zu sehen, Sir. Sir? Sie sind zwar wieder im Dienst, aber das gibt Ihnen nicht das Recht, so formell zu sein. Dann freut's mich, dass Sie noch nicht abgekratzt sind, Anderson. Das gefällt mir schon besser. Sie haben anscheinend keine Zeit vergeudet. Ich will mir gar nicht ausmalen, was mit den Kindern in den Händen von Cerberus passiert wäre. Sie wollen uns unbedingt helfen. Diese Studenten sind mit das Beste, was wir zu bieten haben. Und wir schicken sie in die Schlacht. Ich hasse diesen Krieg. In Hacketts Bericht steht gar nicht. Kaylee Sanders ist sicher. Sie ist bei den Rekruten. Danke, Shepard. Als ich von dem Angriff hörte, ich habe schon viele Freunde verloren. Sie hat gesagt, sie sollen am Leben bleiben. Hat sie das? Naja, danke, Shepard. Das ist diese Woche die erste gute Nachricht. Anderson Ende. Und damit ist das Let's Play von Mass Effect 3, dem Adventskalender Türchen Nummer 24 auch vorbei. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Fröhliche Weihnachten, euer Marv.